danke. Hallo, wer war im letzten Jahr schon hier? Auch einige, okay. Also die Latte liegt hoch. Mein Name ist Raban Rudigkeit, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Gestalter in Berlin. Neben meiner Arbeit als Gestalter für Kunden mache ich seit ein paar Jahren oder seit mehr als 10 Jahren regelmäßige Publikationen. Die sind alle vergleichsweise spontan entstanden. Der eine oder andere kennt das Typodarium oder das Pullardarium, das ich gemeinsam mit Lars Harmsen mache. Oder Freistil. Freistil ist ein Illustratorenjahrbuch. Vor einem Jahr habe ich erzählt, dass wir an der aktuellen Ausgabe arbeiten. Im Oktober ist sie rausgekommen. Die hat ein bisschen länger gedauert, weil es diesen gewebten Umschlag gibt. Der ist in Spanien gewebt worden. Dort ist eine Woche immer ein bisschen länger als 12 Tage oder so. Und es ist im Oktober rausgekommen. Ich würde es euch gern kurz vorstellen. Es sind nur 350 Seiten oder 400. Film ab. So, seit ungefähr etwas mehr als 10 Jahren gibt es dieses Buchprojekt. Das ist damals entstanden, weil es auf diesem Markt der Illustration eigentlich gar nichts gab, was so ein bisschen sortiert hat, ein bisschen organisiert hat, ein bisschen gezeigt hat, was es an Möglichkeiten gibt. Und ja, das ist das aktuelle Buch. Das gibt's. Ich darf ein bisschen Werbung für meinen Verlag machen. Vorne am Bücherstand, 3980, schöne Haptik. So, ihr habt alle schon mal durchgeblättert. Wenn jeder eins mitnimmt, muss man das nicht alles wieder zurückschicken. Ich sag's ja nur. Und bei der Arbeit an diesem Buch ist einem der Juroren, meinem Freund Lars Harmsen, aufgefallen, dass das, was da drin ist, ein hohes Niveau entwickelt hat, eine handwerkliche Präzision, ein etwas, was sich durchaus mittlerweile mit einem internationalen Maßstab auch nachmessen lässt, aber was so ein bisschen fehlt im Moment, das kennen wir nicht nur aus der Illustration, das kennen wir auch in anderen Bereichen, Grafikdesign und so weiter, ist so wirklich mal was Erfrischendes, was Neues, was Radikales, was Politisches vielleicht, ein bisschen was wehtut, ein bisschen was aus dem Mainstream herausragt, drunter durchragt oder am Rande stattfindet. Ich glaube, das Neue findet immer irgendwie am Rande statt und nicht in der Mitte von einer Szenerie. Da ist es immer sehr gemütlich und sehr homogen und sehr anständig und so weiter. Und während wir im letzten Jahr sehr viel über Stil gesprochen haben, möchte ich heute den anderen Begriff aus dem Wort Freistil herausheben, und das ist der Begriff Freiheit. Was bedeutet eigentlich Freiheit für Illustratoren? Was bedeutet Freiheit in der Gestaltung? Natürlich ist da impliziert Kundenbeziehung und so weiter und so fort. Ihr wisst, dass unsere Branche im Moment vor tatsächlich einigen Veränderungsprozessen steht oder schon mittendrin ist. Vieles wird neu sortiert, vieles wird hinterfragt, technologisch bedingt, aber auch bedingt dadurch, dass das Publikum nicht immer Ja und Amen schreit, wenn wir irgendwie eine neue Zeitschrift oder eine neue Galerie eröffnen. Da ändern sich doch, denke ich, ein paar Parameter zurzeit. Ich habe heute Leute eingeladen, die von diesen Rändern kommen, eher für mich, die sich über eine gewisse Sperrigkeit, über eine gewisse eigene Kraft, Widerspenstigkeit. Hier sind Leute, mit denen ich mich schon richtig gestritten habe dabei, und ich würde denken, wir fangen jetzt einfach an. Ja, vielen Dank. Danke auch Raban für diese tolle Einladung hierher. Danke auch an die Gastgeber von Quett, dass sie uns hier ein Forum bieten, uns Illustratoren. Das ist ja auch wichtig. Ja, Arbeit mit Bildern und Texten beziehungsweise Erzählen mit Bildern und Texten ist jetzt kein besonders kreativer Titel dafür, dass ich ja schreibe und illustriere, aber eigentlich stimmt er.
Denn ich mache sowohl als auch. Ich arbeite mit Sprache als Illustratorin, die Texte in Bilder umsetzt, und als Autorin, die selber Texte verfasst und diese dann wiederum illustriert. Und interessant, Mainstream und Sperrigkeit. Ich habe das Gefühl, ich mache beides. So, mal ist es nah am Markt oder es ist der Markt und mal ist es ganz was anderes. Jetzt erstmal zu meiner Arbeitsweise. Ich arbeite viel für Zeitungen und was mich wohl ausmacht, ist, also mein Ansatz ist, unterschiedliche Ansätze zu haben, keinen einen Stil zu haben, sondern viele. Hier zum Beispiel geht es beide Male um Kinder. Einmal um Kinder, die ausziehen und die Mütter, die entsprechend darauf reagieren, mal freundlich, mal nicht so. Und rechts geht es um einen Vater, der sich um seine Drillinge kümmert. Ich versuche, gerade wenn es um Arbeit für Zeitungen geht, Zeitschriften, gerade politische Themen, prägnante, plakative Lösungen zu finden, die dann aber auch weiter um die Ecke denken. Hier zum Beispiel, da ging es um das krankende Gesundheitssystem, um zu viele Leute, die in der Bürokratie nicht gut miteinander kommunizieren. Und ja, deswegen diese Lösung. Und auch ganz praktisch, wenn es jetzt um Stil geht. Also eigentlich habe ich die Freiheit, meinen Lösungsvorschlag den Artdirektoren anzubieten und die sagen nicht, mach doch einfach mal das oder bitte, wir möchten ein Bild mit einer Frau mit einer roten Schürze, sondern ich bekomme das Thema und sage, okay, ich möchte es so und so umsetzen. Und oft bietet sich das Digitale an, auch einfach, weil es schnell gehen muss. Links geht es um ein Mann, der sich zur Frau hat umoperieren lassen, der dann ins Gefängnis kam. Nicht deswegen, sondern weil er kriminell wurde und den man dann in den Männerknast gesteckt hat. Ja, und das rechts, da geht es um Migration innerhalb Europas von ärmeren in reichere Länder. Der Portugiese, der mit der guten Ausbildung keinen Job findet, nach Deutschland kommt und dann für viel zu wenig Geld putzen darf. Jetzt wird es ja noch reduzierter. Das war ein Thema fürs Handelsblatt, geistiges Eigentum und Datenklau, Ideenklau, wie geht man damit um? Und da fällt vielleicht schon auf, dass es mir nicht immer um das opulente Bild geht, sondern eher um die Essenz einer Botschaft. Und ja, ich mache keine Wimmelbilder, nur manchmal, hier zum Beispiel, also auch hier war ich so frei und somit versuche ich, für jedes Projekt den passenden visuellen Ausdruck zu finden und auch das zu machen, worauf ich dann Lust habe, aber so, dass es hoffentlich den Kollegen, den Auftraggebern gefällt. Mir macht einfach Spaß, mit visuellen Pointen zu arbeiten. Das sind Beispiele aus einem Abreißkalender 365 Tage, Welt- und Gedenktage. Da ist vom Tag des deutschen Bieres bis zum Holocaust-Gedenktag alles dabei, was wirklich auch dazu führt, lustige Themen, aber auch eben ganz traurige, ganz ernste Themen habe ich versucht, ganz einfach umzusetzen, ohne dass es kitschig oder blöd oder sonst wie wird. Ich hoffe, es ist mir damals gelungen. Das ist schon von, wann kam der raus? 2011. Und wie Raban schon gesagt hat, war meine Idee und ich habe zum Glück mit Heinen Verlag gefunden, der das dann gemacht hat. Und ich habe immer als Illustratorin gearbeitet und plötzlich sagte jemand, hey, du kannst doch schreiben, schreib doch mal was. Und sozusagen habe ich dann hier mit einer Kolumne, die ich ein Jahr lang für das Magazin gemacht habe, Sprichwörter verglichen. Ich habe mal vor langer Zeit Literatur studiert, das hat mich irgendwie interessiert. Und habe gedacht, ich suche hier was Frauenfeindliches raus, damit alle wach werden. Frauen sind wie Merino-Schafe, man beurteilt sie nach ihrem Hinterteil versus Bienen mit süßen Mündern, haben Stacheln im Hintern. Beides in Text und Illu. Hier geht es um die Schwaben unter anderem, Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Das ist ja auch immer sehr kontrovers, wie es mit den Schwaben so ist. Und ja, jetzt quasi vom Editorial langsam die Überleitung zu den wirklichen Buchprojekten. Ja, das Schöne ist, ich kann meine Texte selber illustrieren oder ich kann meine
Illus selber betexten. Das ist nämlich praktisch. Immer wenn ich keine Aufträge bekomme, schreibe ich ein Buch und wenn das dann fertig ist und ich immer noch keine Aufträge habe, dann sage ich, hey, kann ich das illustrieren? Und dann kommen solche Bücher raus wie dieses Geschenkbuch, Lesewesen, Anekdoten über unterschiedliche Lesertypen. Oder hier dieses Buch habe ich herausgegeben, also die Texte gefunden und editiert. Und da sieht man auch, vielleicht ist das gar nicht so sperrig, aber vielleicht ja auch wieder, weil mir wird ja immer vorgeworfen, ich wäre zu niedlich in meinen Illustrationen und niedlich geht ja gar nicht. Und jetzt kommt ein Kochbuch, jetzt wird es auch noch dekorativ, weil was ist dekorativer als ein Kochbuch? Auch das habe ich geschrieben und alle Rezepte selber gekocht und sogar das Buch dann gesetzt. Bin ich froh, dass ich das alles machen kann. Und dass ich da Verleger finde, Stuart und Jacobi, die sagen, mach doch, wir machen das mit dir. Und darüber bin ich sehr dankbar. Aber jetzt genug mit den hübschen, dekorativen Sachen. Das ist zum Beispiel ein freies Projekt. Da geht es um die griechische Sagenwelt, um Zeus, Liebesaffären. Und da habe ich dann eben versucht, Sagen aus dem Altertum anders zu erzählen, visuell anders zu erzählen, als man es gewohnt ist aus der Illustration. Und das, finde ich, ist nämlich auch nicht nur die Freiheit, sondern vielleicht auch manchmal die Pflicht von Illustratoren, mit Sehgewohnheiten zu brechen und die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Und das ist auch immer schwierig, weil man muss ja dann auch Leute finden, die das dann machen. Und da hakt es tatsächlich auch manchmal dran. Deswegen ist es schön, wenn es Foren gibt wie hier, wo man das zeigen kann. Jetzt, ja, also ich bin eigentlich Autorin und Illustratorin im Editorial-Bereich. Und wenn ich aber ganz frei arbeiten will, dann mache ich einfach mal etwas zum Spaß, wie diese Kissen, wo ich auch mit den Bildern, die da drauf sind, experimentiere, neue Stile erprobe, Kollaborationen eingehe. Zum Beispiel habe ich mal mit einem Taschenlabel für die Fashion Week eine Ausstellung zusammen konzipiert und gleichzeitig mit denen zusammen diese Taschen gemacht, ganz wilde Taschen, Alice and Tosh heißen die. Und das sind Sachen, die sind vielleicht einmalig, aber sie sind inspirierend und schön und gut, die machen zu können. Und manchmal wird daraus dann aus irgendwelchen Spielereien wie hier, wird auch wieder ein interessanter Auftrag. Ich mache zum Beispiel, das sind jetzt leider nur 2 Designs, ich habe glaube ich 30, 40 davon gemacht, für sogenannte Kinderwagenboxen. Da kann man seine Kinderwagen, sie lachen, das ist ganz toll, das läuft ganz gut für den Unternehmer, da kann man seinen Rollator reinschieben, ja, oder eben auch seinen Kinderwagen und dann wird er nicht abgefackelt. In Berlin passiert das ja mal schnell und Und fast ganz am Schluss sind wir jetzt angelangt. Diese Zeichnung, das habe ich mal für eine Ausstellung gemacht. Entschuldigung, dass ich so schnell rede und zack, zack, aber ich möchte nicht zu viel Redezeit verbrauchen und möchte die 10 Minuten einhalten. Also sehen Sie es mir nach, dass ich einfach mal einen groben Überblick über Arbeiten von mir gebe und dann Platz ist auch für die Kollegen. Diese Ausstellung Berlin Bulette Bubble Tea, die ging... Das war eine Ausstellung, die ich mit der Künstlerin Käthe Wenzel zusammen gemacht habe. Da ging es um die Stadt Berlin im Wandel. Und ich habe aber nicht den Wandel gezeichnet, sondern den Charakter Berlins und das, was noch da ist an alten Geschäften, an Ollenbuden, an, auch an Eckkneipen. Und ich hoffe, das Holsteneck wird lange überleben. Oh, noch eine Minute, ich habe es gleich. Weil wenn es mal nicht so gut läuft, da kann man sich das Bier auch als arme Illustratorin immer noch leisten. Und wenn ich jetzt ganz, ganz frei bin, ja, dann designe ich mir eine Wohnzimmerlampe selber, hänge die auf und freue mich dran. Und bevor ich jetzt wirklich zum Selbstgetöpferten komme und die Redezeit auch nur um 10 Sekunden überziehe, möchte ich sagen, vielen Dank. Oder vielen Dank und gebe weiter an die Kollegen. Dankeschön. Genau, ihr habt schon gehört, ich bin Illustrator und arbeite in Berlin.
Und ich werde euch einfach ein paar von meinen Arbeiten vorstellen und anhand dieser Arbeiten auch darstellen, was das für mich bedeutet, also Grafikaufträge und das Thema Freiheit. Zunächst scheint sich ja Auftrag und Freiheit an sich zu widersprechen, weil Freiheit bedeutet ja, dass man weder Vorgaben noch irgendwelche Kontrollen hat. Und dennoch gibt es ab und zu Möglichkeiten, wo man also fast künstlerische Freiheit hat, also fast weisungsungebunden ist. Das sind Glücksfälle, aber ab und zu treffen die eben ein. Und ein Beispiel ist ein Kunstbuch, für das ich gebeten wurde, eine Illustration zu machen. Und das Einzige, was vorgegeben war, war das Format und das Thema Kampfgeist. Und dann konnte man sich noch auswählen, ob man 2 Seiten zeichnen wollte oder 14. Und da man die große Freiheit schon mal hatte, habe ich natürlich 14 genommen und habe auch was gemacht, was man eigentlich fast nie machen kann, nämlich alles, was mir so spontan eingefallen ist, was ich so zu Kampfgeist assoziiert habe, dass ich das aufgezeichnet habe. Das geht von Martina Navratilova bis Andreas Bader und man sieht hier so Krieg, Olympia, irgendwie Gewalt, Laocoon-Gruppe, Moby Dick. Es sind alles so Sachen, die mir eingefallen sind und ich musste überhaupt nicht darauf achten, ob das jetzt irgendwie politisch korrekt ist oder ob die einzelnen Sachen zueinander passen, sondern ich war völlig frei in der Umsetzung. Hier ist der Kopf von Andreas Bader, so abgehackt. Und hat auch keiner danach gefragt, was das soll. Und es war auch egal, ob den jetzt jemand erkennt oder nicht. Ein anderes Beispiel, wo ich auch fast künstlerische Freiheit hatte, war für einen Flyer fürs Berghain. Logischerweise war da auch das Format vorgegeben. Und der Monat, in dem der erschien, das war Mai. Und im Mai wird immer der Garten im Berghain eröffnet. Deshalb wollte ich so eine Gartenszene oder eine Waldszene zeichnen. Und meine Idee war hierbei, die Freiheit so zu nutzen, dass ich ein bekanntes Märchen, nämlich Rotkäppchen, so völlig frei interpretiere. Und also nicht nur frei, dass Rotkäppchen so ein obszönes Mädchen wird, sondern, das ist die Skizze, die ich dazu gemacht habe, sondern dass es mal richtig so ordinär und pervers und ein bisschen obszön werden kann. Das geht ja auch nicht so oft, aber im Berghain passt ja das ganze Umfeld dazu. Ein weiterer Flyer, den ich auch fürs Berghain gemacht habe, da wollte ich die Freiheit mal so nutzen. Normalerweise ist das so, habe ich immer das Gefühl, das, was außen drauf ist, das soll innen auch erscheinen. Man soll also den Betrachter oder den Leser nicht in die Irre führen. Und hier wollte ich das aber bewusst machen. Das heißt, vorne drauf ist dieses Pferd und Blümchen. Das soll alles so ein bisschen aussehen wie ein Poesiealbum, so nach kleinen Mädchen. Und innen passiert dann natürlich ein bisschen was. Da spritzt Blut und da ist ein Typ mit einer Kettensäge und es erscheinen Monster. Und das gibt noch eine andere Idee zu diesem Flyer. Und zwar war das die GEMA-Auseinandersetzung. Und wenn Sie hier zum Beispiel am Oberarm des Polizisten oder an der Mütze, sieht man das gespiegelte GEMA-Logo. Und dieses Pferd mit diesen Federn ganz oben, das ist auch aus dem GEMA-Logo entstanden. Das ist so dieses Riesenmonster, das so alles zerstört und das zerstört werden muss. Also das ist auch politisch vielleicht nicht so ganz korrekt, aber das war eben so die Aussage. Und das Schöne bei diesem Auftrag ist, dieses GEMA-Logo muss nicht jeder erkennen. Also wer es sieht und das weiß, das freut mich. Und wer es eben nicht sieht, der denkt einfach nur, da geht's voll ab, ist auch egal. Normalerweise bei anderen Aufträgen ist das eben nicht so. Und zwar ist das ein Auftrag, den ich für die Taz gemacht habe, für die Tageszeitung. Und da muss man ja einen Text illustrieren. Und da wäre es natürlich fatal, wenn die Zeichnung mit dem Text überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, der Leser muss die Zeichnung sehen und der muss auch verstehen, was ich mit dieser Zeichnung ausdrücken möchte. Das ist so die zweite Kategorie. Also ich unterscheide so die eine Kategorie mit künstlerischer Freiheit von meinen Aufträgen und das ist so eine Kategorie mit weitestgehender Freiheit. Denn das bedeutet, dass ich die Möglichkeit hatte, so eine eigene Idee
zum Text zu entwickeln und ihn eigenständig zu interpretieren. Es ging darum, ganz kurz um Bad Godesberg, das ist so ein Nobelvorort von Bonn, und nach dem Hauptstadtumzug macht er praktisch eine umgekehrte Gentrifizierung durch. Das heißt, die Kriminalität nimmt zu, der Ausländeranteil nimmt zu und es wird ein Problembezirk. Dann habe ich die Zeichnung eben gemacht von so einem Unterschichten-Teenie, der sich so auf die Brust so das englische Wort bad hat tätowieren lassen, und dann hat es wohl noch so ein Goldkettchen mit Godesberg. Und wenn man das dann so sieht, dann weiß man ja ungefähr, was ausgedrückt werden soll. Das schöne Bad Godesberg hat sich halt so verändert. Und das ist so die Freiheit, die einem da gewährt wird. Und das finde ich so eine Idealsituation für so eine Auftragsarbeit. Man hat den Text, aber hat die Freiheit, eigene Ideen zu entwickeln und einen eigenen Kommentar zu schaffen und nicht nur den Text eins zu eins irgendwie zu bebildern. Denn das ist leider nicht immer so. Es gibt auch Aufträge, den hatte ich für ein Wirtschaftsmagazin gemacht. Da war das Thema, die Schweizer Banken wurden verklagt von amerikanischen Gerichten wegen Steuerhinterziehung, und einige kleine Privatbanken, die gingen sogar pleite, weil die so viel Geld zahlen mussten. Und große Banken hatten ebenso auch Verluste. Und meine Idee war, dieses berühmte Bild von Iwo Jima zu nehmen. Das wurde, glaube ich, gerade 70 Jahre alt, von Joe Rosenthal. Und das zu zeigen, dass die Flagge auf den Ruinen der Schweizer Banken hissen. Und das ist natürlich total übertrieben. Aber das fand ich, kommt in den Artikel so raus. Und das wollte ich so zeichnen und war auch erstmal alles okay. Das ist übrigens jetzt die Kategorie mit weniger Freiheit. Weil es kam irgendein, ich weiß nicht, ich stelle mir das immer vor, so ein Textbild-Profiler, der jetzt alles untersucht und mit dem Text vergleicht. Und als erstes ist ihm aufgefallen, dass im Text eine Bank auftaucht, die hier nicht auftaucht. Das heißt, ich wurde gebeten, das Logo dieser Bank auch hier auftauchen zu lassen. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass nur eine Bank bankrott gemacht hat und die anderen nicht. Das heißt, ich musste die Banken wieder aufbauen und nur eine dürfte völlig zerstört sein. Und so war die Zeichnung dann am Ende. Und das finde ich eben schade, weil das ist halt meine Meinung. Gerade die Illustration, die lebt ja davon, erstmal zu übertreiben. Das ist ja das, was sie auszeichnet gegenüber der Fotografie, dass man völlig irreale Welten schaffen kann, dass man surreal zeichnen kann, völlig verrückt. Und ganz passend dazu habe ich gerade vor 3 Tagen in einem Interview den Satz von Adorno gelesen. Der hat gesagt, die Übertreibung, nur die Übertreibung ist wahr. Und damit meint er, dass man irgendein Thema so völlig, also bis zum Ende denken muss. Und man muss es völlig übertreiben, man muss es bis zum bitteren Ende durchspielen und zeigen. Und dann wird praktisch für das Thema der Blick geschärft. Und darin sehe ich eigentlich die Aufgabe des Illustrators mit seinen Zeichnungen. Vielen Dank. Besten Dank. Lea Bruss wurde in Frankreich geboren, hat dort und in Italien Produktdesign studiert, lebt seit 4 Jahren in Berlin. Mir fällt hier auch lauter Berliner hier an meiner Seite. Hallo Berlin. Und stellt uns ihre Arbeiten vor. Lea Bruss aus Berlin. Danke und guten Tag. So, ich bin Lea, ich komme aus Frankreich. ich versuche auf Deutsch zu reden, so, das ist nicht so einfach für mich. Ich würde gerne mir kurz vorstellen. Ich bin seit 4 Jahren in Deutschland gewesen. Vorher war ich 4 Jahre in Italien, wo ich habe studiert, auch in Frankreich.
Ich komme aus einem Produktdesign-Background und in Deutschland habe ich gesammelt unterschiedliche Experience in der Kreativität und Designwelt und heute bin ich geworden ein Grafikdesigner, Konzepter und Illustratorin. Und für mich Illustration ist, ich versuche Illustration mit Freihand zu machen, weil es ist meine lieblichste Sprache und ich kann sehr viele Dinge sagen mit Zeichnen. Also ich würde mit euch heute reden über das Thema Liberté, Freiheit, weil als Französisch auch leider nicht so viel Zeit vorher habt ihr gehört über Charlie Hebdo. Und ich bin ein sehr großer Fan von Charlie Hebdo. Ich lese diese Zeitung seit 8 Jahren ungefähr. Und diese Geschichte hat mich sehr verletzt, weil es ist nur ein Newspaper über Geschichte und intellektuell und Humor. Und was ist passiert, hat natürlich mich sehr verletzt. Und danach habe ich gedacht, ich muss etwas machen und ich habe eine kleine Serie über Liberté für euch gemacht und ich werde euch zeigen. Was bedeutet Liberté? Zum Beispiel, das ist ein Vision von Liberté, das ist mein Vision, ein von die Vision, wir können haben von Liberté. Ich versuche in meinen Zeichnen meine Wut drin zu lassen und immer eine Idee zu zeigen. Wenn ich zeichne, mein Bild, mein Zeichnen muss sprechen von sich selbst. Und Freiheit, Liberté auch, weil es gibt nicht nur eine Orientierung. Man kann sehen, meine Bildung in unterschiedliches Bild, in unterschiedlichen Blick, rechts, links, unten, oben. Und ich habe Spaß, einfach so zu zeichnen und ich will auch öffnen der Typ auf Repräsentation, das wir haben mit Zeichnen, von links nach rechts oder von oben nach unten. So, das ist auch das, was bedeutet Freiheit, nicht immer machen, was die anderen machen oder etwas zu immer denken, warum man macht so oder so. Das ist zum Beispiel ein Vision von, was ist das Gegenteil von Freiheit, Oppression. Das auch. Das kann auch sein an Freiheit. Was ist wichtig auch, das ist, wenn ich zeichne, das ist immer reinlassen, ein bisschen auf Ironie. Ich habe Spaß, wenn ich zeichne und ich will, dass die Leute lachen oder, also es gibt viel Emotion in meiner Illustration. Ich mag auch viel zeichnen und etwas sagen, dass tut mir weh, ich mag kritisieren oder ich mag sprechen von Tabu, weil ich denke nicht, dass Illustration und Zeichnen can change the world. Aber ich denke, dass es kann ein bisschen helfen und das ist ein Tool für Kritisierung und sagen der Meinung und Stück für Stück, die Dinge entwickeln sich. Es gibt auch positive so meine Zeichnung wird ein bisschen mehr eine Mischung auf Schwanz, Brust, Orgie, weil ich habe bemerkt, dass es trotzdem, obwohl wir haben diese Chance, dass wir leben in ein freies Land, dass es gibt viel Tabu und über Sexualität, aber über andere Dinge und deswegen heute zeige ich das.
Ich finde, dass man muss reden oder schreiben oder singen über was man, man hat Angst oder man fühlt sich nicht wohl für. Und meine Zeichnen auch, die Männer und Frauen sind gleich. Also es gibt keinen Unterschied außer die genitale Part. Und also, wie kann ich schließen mit das? Also, ich finde das, ich bin ein bisschen nervös. ich finde das Zeichnen ist ein wunderbares Tool für sagen, was man denkt und wann man will. Und ich würde gerne schließen mit etwas. Also, ein guter Freund von mir hat mir gesagt einmal in Englisch, Lea, what's the most exciting thing in the life? What do you think? I said, I don't know. He said, the most exciting thing in life is that we are all different. And und ich frage euch, können wir zusammen alle unterschiedlich sein und frei leben und glücklich sein? Voilà, das ist mein Abschied. Guten Tag, mein Name ist Jörg Dommel. Ich arbeite als Illustrator für Magazine und Tageszeitungen, erstelle aber auch eigene Illustrationsprojekte. Und der Titel meines Vortrages lautet Mein kleines Lieblingsgefängnis. Dazu möchte ich Ihnen am Anfang erstmal eine kleine Auswahl meiner Arbeiten, meiner regulären Arbeiten vorstellen. Das war eine Arbeit für die Süddeutsche Zeitung zum Thema Internetbespitzelung von Google, NSA und dem englischen Geheimdienst. Das war ebenfalls für die Süddeutsche Zeitung über die Zukunft von Berlin. Das war von Focus zum Thema European Song Contest, schon wegen älter. Das war eine Illustration für Greenpeace-Magazin über die Thematik, wie die Energiewende trotzdem geschafft werden kann. Auch wieder für die Süddeutsche Zeitung GEZ zum Thema GEZ. Das war eine Illustration für die Taz über die Problematik des E-Books beziehungsweise was dabei möglicherweise aus den Bibliotheken wird. Das war eine Illustration fürs Hamburger Abendblatt zum Thema Alkohol am Arbeitsplatz und über das Thema mein persönlicher Arbeitsplatz. Das war eine Illustration zum Thema für einen Stern zum Thema organisiertes Verbrechen im Internet am Beispiel eines Internetbanküberfalls. Das war für ein Journalistenmagazin über die Thematik von Automaten beziehungsweise die Eigenheiten. Und zum Abschluss noch, zu guter Letzt von dieser Serie noch eine Illustration fürs Hamburger Abendblatt zum Thema Manager und Führungskräfte. Diese ganzen Arbeiten sind, wie gesagt, für Magazine und Tageszeitungen entstanden. Magazine und Tageszeitungen leben neben dem Verkauf von Magazinen und Tageszeitungen von den Anzeigenkunden, die darin Anzeigen schalten. Das heißt, bestimmte Illustrationen, wie zum Beispiel blasphemische Illustrationen, sind unter Umständen nicht so gern gesehen. Genauso wie sexistische Illustrationen, auch nicht gern gesehen. Oder wie anzügliche Illustrationen, sind natürlich auch nicht gern gesehen. Aber natürlich sind auch Illustrationen, die Pietätsgrenze leicht überschreiten, natürlich auch nicht gern gesehen. Also jede Menge unausgesprochene Beschränkungen, die mein eigenes Denken unter Umständen einschränken. Denn natürlich möchte ich mit Illustration Geld verdienen und stelle mich gedanklich ein Stück weit auf meine Kunden ein. Und so wird meine gedankliche Ideenwelt mit der Zeit kleiner und beschränkter. Aber werfen wir dazu einen kurzen Blick in mein Innerstes, meine gedankliche Welt, darf ich vorstellen, mein Gehirn. Dadurch, dass ich natürlich weiß, dass bestimmte Ideen Probleme bereiten, fange ich unbewusst an, nicht mehr in bestimmte Richtungen zu denken. Und wenn eine Idee, Thematik, problematisch ist, kann es natürlich auch eine andere sein. Und so beschneidet man seine eigene Gedankenwelt mit der Zeit unbewusst mehr und mehr, bis man zum Schluss ein frisiertes Gehirn sein eigen nennt. Ein Gehirn, eine Gedankenwelt, die zwar sehr konform, aber natürlich schlicht betriebsblind geworden ist. Je länger man in einem Job arbeitet, desto fachlich kompetenter wird man zwar, aber mit der Zeit entwickelt man natürlich auch die sprichwörtlichen Scheuklappen und schaut nicht mehr nach links und nach rechts. Die Frage ist jetzt, was macht man? Am besten, wir verlassen erstmal mein Innerstes, mein Gehirn und
sind wieder draußen. Um diese gedanklichen Scheuklappen abzulegen, beziehungsweise zu lernen, wieder in alle Richtungen zu denken, habe ich angefangen, mir eigene Illustrationsthemen wie zum Beispiel Macht, Glück oder Langlebigkeitsrisiko zu stellen. Das heißt, ich setze mir meine eigenen gedanklichen Grenzen, innerhalb derer ich mich gedanklich bewegen kann. Ich erstelle mir damit also mein eigenes kleines privates Lieblingsgefängnis. Im Grunde unterscheidet sich mein Gefängnis erst einmal nicht von einer kommerziellen Themenstellung. Der Unterschied ist dabei schlicht, dass es nicht kommerziell ist und ich damit auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Und das ist das Schloss, das ich in mir mein Gefängnis einbauen ließ. Dadurch kann ich mein Thema, mein gedankliches Gefängnis nach Belieben verlassen und wieder zu diesem zurückkehren. Das Thema, also mein Lieblingsgefängnis, dient mir dabei nur ein Stück weit als Geisteskrücke, um auf neue Ideen, Gedanken zu kommen. Wovon ich natürlich auch wieder bei meinen kommerziellen Arbeiten profitiere. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einige dieser Illustrationen-Themenarbeiten zeigen. Das hier war eine Illustration zum Thema Mahlzeit, also über Ernährung, Fressen und Gefressen werden oder die spannende Frage, was ist eigentlich im Hotdog wirklich drin? Oder zum Thema Langlebigkeitsrisiko. München kann ja wie Nürnberg ein leidvolles Lied davon singen. Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg auf verbuddelt sind natürlich nicht so gut. Oder die Langlebigkeit der Eigenheiten von uns Deutschen, zum Beispiel unsere Reservierungswut, die über den Platz am Pool bis zur Reservierung des eigenen Sarges hinausgeht. Das ist jetzt ein Beispiel für das Verlassen des eigentlichen gedanklichen Themas Langlebigkeitsrisiko. Wer schon einmal einen Fußpilz hatte, weiß, wie langlebig der sein kann. Aber ich fand diesen Gedanken einfach sehr charmant, dass man einfach mal in den Wald geht und Fußpilz sucht. Wie auch bei dieser Illustration zum Thema Macht, da ja die USA Geld sparen muss, aber auf keinen Fall auf ihre geliebte Todesstrafe verzichten will, war das quasi mein Beitrag, wie das Ganze energieeffizient gestaltet werden kann. Und das ist eine Illustration wieder zum Thema Mahlzeit. Da wir in München sind und ich aus Mittelfranken komme, dem Heimatland der Bratwurst, ist es einfach unser inniges Verhältnis zum Schwein, beziehungsweise eher zu Teilen, also zum Schweinebraten mit Kloß. Diese Illustration war wieder sehr nah am Thema Macht. Und bei der Illustration zum Thema Glück, wäre der Fahrradfahrer von einem anderen Auto angefahren worden, würde er nicht so schnell Hilfe bekommen, also Glück im Unglück. Und genauso wie bei dieser Illustration zum Thema Macht, beziehungsweise die Macht des Geldes, die es unter Umständen erlaubt, auch bei der eigenen roten Ampel über die Kreuzung zu fahren. Und das ist das Glück oder Missverständnis, wie Männer die Frauen und Frauen die Männer wahrnehmen bzw. auf das vermeintlich Wesentliche reduzieren. Und der alte Spruch über das Glück des einen ist manchmal das Unglück des anderen. Und zum Abschluss noch eine Illustration zum Thema Macht oder die Macht, das Essbare zu Treibstoff oder zu Biogas zu verarbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Noch Fragen? Danke. So, hallo, danke Raban, danke für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Cynthia Kittler, ich habe Grafikdesign in Mainz studiert und habe 2012 im Sommer meinen Abschluss gemacht und habe dann angefangen für Magazine und Zeitungen zu arbeiten. Und davon möchte ich euch jetzt einfach ein paar Beispiele zeigen, die mir besonders Spaß gemacht haben und in denen ich auch zumindest meistens relativ frei war. Das ist ein Beispiel für die New York Times Ende letzten Jahres, und zwar für die New York Times Book Review. Das macht immer besonders Spaß. Und in diesem Artikel ging es um das Buch von Ted Chenoweth, und zwar The Chain. Und es ging um das relativ ernste Thema der Fleischindustrie in Amerika und wie die funktioniert, wie die Tiere gequält werden, die Umwelt belastet wird und aber auch die meist emigrierten Arbeiter zum Teil behandelt werden wie die armen Tiere. Und das war dann meine Lösung dafür. Links ist das Beispiel für ein Print, so wurde es dann gedruckt. Und rechts ist die Illustration, die dann online erschienen ist zum Artikel. Das ist eine Illustration für Bloomberg Business Week und die habe ich deswegen ausgewählt, weil sie auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und es geht auch hier um ein Buch,
eine Buchkritik. Es ging um The Art of Stillness, also die Kunst zu relaxen und einfach mal sich abzuschirmen von all dem, was einen so beeinflusst im Alltag. Und was mir hier auch am Ende ganz arg gut gefallen hat, ist, wir sind ja hier bei einer Editorial-Konferenz, war am Ende die, das Bild, das entstanden ist, Typografie und Bild. Also diese Einheit, die durch diese, wie ich finde, sehr gute, durch das sehr gute Grafikdesign bei Bloomberg Business Week dann entstanden ist. Das war ein sehr aufregender Auftrag für die Washington Post. Ich musste das Cover für die Arts and Style Section machen und ein paar kleine Inside-Spots. Und hier rechts sieht man die Beispiele, die ich den Artdirektoren geschickt habe, meine Ideen zum Thema The Best Books of 2014. Und ausgewählt wurde dann die Frau in der Badewanne, ist jetzt an sich keine unglaublich riesig krasse kreative Idee, gibt es ja oft, Frau in Badewanne. Aber was mir hier an dem Konzept, und ich war dann auch ganz froh, dass sie das ausgewählt hatten, gefallen hat, war einfach, dass dieses immens lange, längliche Format dieser Titelseite von der Arts and Style Section im Endeffekt die Badewanne war, die ich darstellen konnte. Also die komplette Seite war eben einfach Badewanne und das hat mir hier total Spaß gemacht. Zum Thema Freiheit springe ich ein bisschen zurück. Nach 2013, ich war mit meinem Freund auf einem Roadtrip, ich hatte echt wenige Aufträge und naja, man hat dann halt Zeit und ist frei sozusagen. Und dann haben wir einen Roadtrip in Kalifornien gemacht und in Arizona, Nevada. Und wie es eben meistens so ist, wenn man auf Reisen ist, kommt dann was. Und so haben wir hier zwei Nächte in der Wüste übernachtet, kein Handyempfang, gar nichts. Und als wir dann weiterreisen wollten, wollten wir noch bei Walmart stoppen, um uns wieder neu einzudecken mit Essen und sonstigen Kram. Und dann auf dem Parkplatz habe ich meine Mailbox abgehört. Und wer hatte angerufen? Jemand von der Bayerischen Staatsoper. Und hat mich gefragt, ob ich Zeit und Lust hätte, eine Illustration fürs Max-Josef-Magazin zu machen. Und klar, ich war im Urlaub. Und ich hatte total Lust und ich war aufgeregt und wollte das unbedingt machen. Aber ich hatte halt, naja, wir hatten einen Laptop dabei und ich hatte zur Not mein Grafiktablett genommen, aber sonst hatte ich nichts dabei. Und da wir dann eh schon gerade beim Walmart waren, haben wir eine Axt gekauft. Für die weitere Reise haben wir eine Axt gebraucht oder haben gedacht, wir bräuchten eine Axt. Eine neue Thermoskanne, Wasser und so weiter und ein Canon Pixma Multifunktionsgerät. Und das wurde dann für den Rest der Reise im Endeffekt unser dritter Passagier an Bord sozusagen. Und ich habe dir das deshalb gekauft, weil es so billig war. Also ich hätte auch einen dünnen Scanner kaufen können, aber das Multifunktionsgerät hat irgendwie nur $39 gekostet. Also war klar, dass ich das nehmen werde. Sonst hätte ich an dem Auftrag auch nicht mehr so viel verdient. Und der nächste Step war dann zum Glück, muss ich sagen, Las Vegas. Und das hat dann ganz gut gepasst, weil dort haben wir im Hotel geschlafen und ich hatte Internet und Schreibtisch und konnte dann anfangen zu recherchieren und meine Skizzen vorzubereiten. Hinterm Strip in Las Vegas sieht es bekanntlicherweise eher ein bisschen komisch aus, nicht so ganz glamorous. Und dort habe ich dann Desert Art Supply gefunden und habe mir dann dort noch gutes Papier gekauft, ein paar gute Pinsel und dann ging es weiter. Ich habe dann auch im Auto weitergezeichnet und so weiter fort und viele, viele Kilometer weiter und auch ein paar Tage weiter ist dann die finale Illustration entstanden und ich konnte sie von einem Campingplatz, der WLAN hatte, endlich wegschicken und war wieder frei, sozusagen. Dann komme ich auch gleich zum nächsten Projekt, das im Grunde genommen ein bisschen aus der Reise inspiriert war, aber nicht nur aus der Reise, sondern auch aus der Ikonografie des Internets von Nordkorea.
Und ich mix in diesem Miniscene für Resogo. Wer es nicht kennt, ist ein tolles Siebdruckstudio und Künstler-Duo in Berlin. Für die habe ich ein Miniscene gemacht. Die laden immer verschiedene Illustratoren und Künstler ein, das für sie zu machen. Und sie drucken das dann im Siebdruck. Und die einzige Einschränkung eigentlich hier ist das Format und die Seitenanzahl. Und den Titel, den soll man nach einem Künstler wählen. Also nach dem Prinzip Künstler on irgendwas. Und ich habe eigentlich erst angefangen zu zeichnen, habe all die Inspirationen, die ich in dem Moment hatte, verarbeitet und relativ frei losgelegt. Und habe dann am Ende erst den Titel gewählt. David Duchovny deswegen, weil ich zu der Zeit sehr viel Akte X geschaut habe. Und ich finde, dass er auch damit ein ganz gutes Symbol für jemanden ist, der irgendwie auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und in Nordkorea, das ich dort ja auch als Inspiration hatte, im Endeffekt eigentlich ein Land ist, das man von hier aus betrachtet fast als alienhaft bezeichnen kann. Das sind jetzt einige Bilder aus diesem Scene, bevor dem Druck sozusagen. Und ich habe hier dann wirklich diese zwei Kontraste, diese stärksten Kontraste, wenn man so will, Nordkorea und die USA miteinander vermischt. Und meine Geschichte, die ich mir im Endeffekt selber erzählt habe, ist, dass David Duchovny auf einer Reise ist oder auf vielen verschiedenen Reisen und endlich mal eine Kamera dabei hat, um die komischen Situationen, die so über seinen Weg laufen, beweisen kann am Ende. Zum Beispiel eine Meerjungfrau oder ein durchsuchtes Zimmer oder die ganz berühmte Grabstätte eines Diktators. Ein Ort, an dem man eigentlich ansonsten auch nie hin kann. Zu guter Letzt, weil bald Ostern ist, habe ich mein Projekt für die Büchergilde ausgewählt, und zwar ein Adventskalenderbuch. Ungefähr letztes Jahr zu der Zeit habe ich die Anfrage von der Büchergilde bekommen, und es war Anfang Frühling, und die Geschichte von Robert Gernhardt, Die Falle, ist eine Weihnachtsgeschichte, und zwar eine satirische Weihnachtsgeschichte. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, und ich muss auch sagen, die Büchergilde lässt einem unglaublich viel Freiheit in der Gestaltung und in dem, wie man die Texte interpretiert. Also auch hier muss man nicht sozusagen ganz genau den Text wiedergeben, der da drin steht, sondern man kann auch eigene Haltungen und Subtexte entwickeln. Und Die Falle wurde 1966 publiziert, und Robert Gernhardt ist einer der wichtigsten deutschen Satiriker. Er hat auch Pardon gegründet, mitbegründet. Und im Buch geht es, um es nur ganz kurz anzuschneiden, die Familie Lemm. Und Herr Lemm hat für Heiligabend beim Studentenwerk einen Weihnachtsmann bestellt, um seine Kinder zu bespaßen und ihnen Geschenke zu geben, ihnen aber auch ins Gewissen zu reden. Der Weihnachtsmann kommt, hat aber relativ viele andere Sachen im Sinn. Zum Beispiel bestärkt er die Kinder darin, den Eltern so oft wie möglich zu widersprechen und richtet eigentlich relativ viel Chaos an. Und nicht nur das war sein Plan, sondern auch hat er drei Kollegen engagiert, die so nach und nach eintrödeln, und zwar St. Nikolaus, Engel Gabriel und Knecht Ruprecht. Und was mir hier ganz arg Spaß gemacht hat, wenn man so an so einem Buch sitzt, dann geht man ja in diese Geschichte rein, versetzt sich in diese Geschichte, holt sie in die Moderne von 1966 und überlegt sich, dieses Ehepaar Lemm, hat das vielleicht Probleme miteinander? Geht es denen überhaupt gut? Die Frau, ist sie vielleicht starke Raucherin und den ganzen Tag gestresst? Das steht alles nicht im Buch, aber das sind dann alles so Sachen, die ich mir sozusagen selber ausgedacht habe und die ich hier einfach selber hinzugefügt habe. Und zu guter Letzt, das ist das Kästchen 21 sozusagen in diesem Buch. Wenn man das dann aufschneidet, sieht man den Text. Das ist die Situation, in, den,
in der Herr Lem die Polizei anruft und einen Einbruch meldet, weil er mit der Situation nicht klarkommt, dass die Weihnachtsmänner seinen ganzen Whisky trinken, seine ganzen Schnittchen essen, die Kinder aufwühlen und er will, dass es einfach nur noch endet. Und weil er dieses Lösegeld, das sie fordern, nicht bezahlen will, ruft er eben bei der Polizei an. Die Polizei glaubt ihm natürlich nicht, dass 3-4 Weihnachtsmänner bei ihm eingebrochen haben. Und ja, ich habe dann hier die Beamten sozusagen bei ihrer eigenen Weihnachtsfeier gezeichnet und als kleine Hommage an meine kleine Schwester, die früher relativ stark in der Punkszene aktiv war, habe ich eine Parole an die Wand geschmiert, ACAB, also All Cops Are Bastards. Und er hatte dann erst gedacht, ja, das ist ja ganz witzig und so. Und hatte dann aber doch plötzlich Angst, dass es irgendwie auf irgendeine Art und Weise Ärger geben könnte. Und habe dann die Büchergilde angerufen, als das Bild eigentlich schon fertig war und habe gefragt, ob es okay ist, wenn das da steht. Und Cosima Schneider, die Herstellungsleiterin, die ich sehr gerne mag, hat dann gefragt, ja, was heißt das überhaupt? Dann habe ich es ihr erklärt und dann ist sie in schallendes Gelächter ausgebrochen. Sie hat sich totgelacht am Telefon und hat gemeint, ja, es muss auf jeden Fall drin bleiben. Es geht gar nicht anders, muss drin bleiben. Und ja, damit ist mein Vortrag auch beendet. Und ich möchte hier einfach nur noch mal sagen, das war ein sehr schönes Projekt, weil da auch sehr viel Mut seitens dem Verlag dahinter stand. Und das hat mir sehr gefallen. Besten Dank. So, Freiheit in der Illustration. Man hat, insbesondere in Jörgs Vortrag wurde das ganz deutlich irgendwie festgestellt, es gibt so zwei Welten, ne? Oder zumindest kann man das von der Illustratorenseite aus sehen. Ich bin ja selbst kein Illustrator, deswegen verstehe ich das ja auch nicht immer in jedem Detail. Ich würde gern diesmal im Verhältnis zum letzten Mal die Runde öffnen, dahingehend, dass ich jeden von euch auch bitte, weil es ja eine Frage hat, die hier zu stellen, denn eigentlich sitzen sozusagen die beiden Parteien, um die es geht, sich hier gegenüber, Illustratoren hier vorn, ganz viele Blattmacher, Gestalter auf der anderen Seite. Wie seht ihr das mit der Freiheit? Wenn ich mir vorstelle, in der Tageszeitung werden fast schon abgehackte Köpfe gezeigt. Dennoch ist es in einer Illustration dann plötzlich wieder wichtig, gewisse Banken aufzurichten, weil sie möglicherweise auch Anzeigenkunden sind. Es gibt gerade eine Diskussion über eine Münchner Zeitung in diesem Zusammenhang. Also wie kommen wir ein bisschen mehr dahin, dass wir deutlicher, ein bisschen radikaler, ein bisschen frischer, ein bisschen frescher sind? Ich glaube, was ist mir aufgefallen in diversen Juryarbeiten zum Beispiel, dass die Studentenarbeiten total aufregend sind. Wenn ihr vorne euch mal die Editorial-Sachen anschaut, dann sind die von den Studenten streckenweise erregender, blutrünstiger, emotionaler als vieles, was dann später gemacht wird. Und ich glaube, da gibt es irgendwo ein Gap. Und deswegen wollte ich euch fragen, wie sieht das aus? Wie geht jeder Einzelne von euch mit diesen Risiken, Zweifeln, Ängsten? Du sagst, du hast selbst so eine Art Zweifel schon in dir gespürt. Du bist ja auch jemand, der mit Studenten arbeitet. Kannst du was dazu erzählen, wie man Menschen dazu bringt, auf allen Seiten da ein bisschen offener, ein bisschen ehrlicher auch einfach zu werden? Es geht ja eigentlich um Ehrlichkeit, oder? Das Problem ist eigentlich, also das habe ich jetzt da eigentlich vorletztes Semester eigentlich mal festgestellt, dass die gedankliche Welt von, das waren jetzt dritte Semester Studenten, dass die gedankliche Welt aber von den Leuten da eigentlich relativ streng waren, wenn es um ein gestelltes Thema ging. Aber wenn man zum Beispiel dann freie Arbeiten von den Studenten gesehen hat, wo sie eigentlich komplett frei waren. Es ist eigentlich auch die Problematik, die ich eigentlich, deswegen mache ich meine Projekte. Das ist quasi für mich immer so eine Fastenkur oder beziehungsweise so ein Ding, wo ich, weil mit der Zeit schränkt man sich automatisch ein. Es muss einem niemand sagen, die Thematik ist nicht schlecht, etc., sondern man fängt von selber an, sich dann eigentlich immer mehr einzuengen. Und ich mache es halt so, dass ich dann freie Projekte, wo ich halt einfach schlichtweg die Sau rauslassen kann, wo es ist nichts Kommerzielles, da kann ich wirklich das Ding machen. Aber es erfordert natürlich auch wieder Kraft, das dann natürlich auch wieder so durchzuziehen. Macht aber auch mehr Spaß.
Also lustigerweise gab es ja ein Motiv, das sich hier durch die Präsentation durchgezogen hat, Penisse und so weiter. Das sind ja so banale Tabus auch. Wie ich weiß, dass in Frankreich man damit ein bisschen anders umgeht. Wie können wir müssen das doch irgendwie öffnen, wenn sozusagen die Realität um uns herum sowieso schon viel tabuloser, viel radikaler ist. Warum sind Medien, die Realität abbilden, vergleichsweise schüchtern? Also wie Eltern, die ihren Kindern nichts zumuten, hat man manchmal das Gefühl. Selbst die Taz, by the way. Also mir fällt jetzt ein Beispiel eines Kollegen ein, eines amerikanischen Kollegen, der berühmt ist, der Art Director war vom Time Magazine, Edel Rodriguez, der einen Skandal losgetreten hat neulich mit einem Time Cover, weil er Sexismus im Silicon Valley dargestellt hat, in einer ganz tollen Illustration, die das auf den Punkt gebracht hat. Und aber anstatt, dass man dieses Bild nimmt als etwas, das auf das Problem hinweist, wurde dem Illustrator Sexismus vorgeworfen. Und anscheinend fehlt es an visuellem Sachverstand manchmal. Es ist, also ich denke manchmal, in der Schule wird man ausgebildet, lesen, schreiben, rechnen und dann kommt der Kunstunterricht. Und da wird aber nicht gelehrt zu schauen und zu denken, was ja eigentlich Illustration, Zeichnung, Kunst auch ausmacht. Das ist nicht nur im freien Raum, das ist auch ein Weg zu kommunizieren. Und das wird nicht gemacht und dann kommt es zu solchen Reaktionen. Und auf der anderen Seite stehen dann wir und sagen, ja, in meinem freien Projekt oder in meinem Skizzenbuch, ich sehe immer Skizzenbücher auch von Kollegen oder meine Skizzenbücher auch, da wimmelt es von Brüsten und Penissen und es ist alles so lustig und fröhlich. Aber doch nicht in meiner Arbeit für die Zeitung, ja. Ich weiß nicht, ein Stück weit liegt es aber wahrscheinlich auch daran, muss man ganz ehrlich sagen, Magazin und Tageszeitung, wie gesagt, eben auch von den Anzeigenkunden. Dieses Geschäft ist momentan wirklich komplett im Umbruch. Das heißt also unter Umständen auch eine gewisse Angst irgendwie auch. Und dann hast du natürlich auch noch die Thematik, die Redakteure, die da natürlich auch rumschwingen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich fürs Hamburger Abendblatt eigentlich so eine regelmäßige Serie gezeichnet habe, wo ich irgendwann mal Ärger bekam, weil Redakteurinnen gesagt haben, dass zu wenig Frauen in den handelnden Funktionen vorkommen. Also ich musste dann eigentlich da wirklich schauen, dass ich halt dann... ich bin Mann und deswegen habe ich es natürlich so dargestellt, es war nichts Boshaftes. Und für ein anderes Magazin musste ich halt auch mal wirklich die Brust verkleinern, weil es halt einfach geheißen hat, das geht nicht. Keine Ahnung. Ich habe aber auch schon das Argument gehört, ich sage jetzt auch nicht wo, aber das, das verstehen unsere Leser nicht. Ja, und da fängt es dann an, und wenn man dann so einen Auftrag hat und erstmal so frei loslegt und sich nicht selbst zensiert und dann auf so, in der Redaktion hat es auch niemand verstanden und so, und unsere Leser, das sind 50% irgendwie Männer oder 90% Männer, das verstehen die nicht. Und die sind so ab 50, verstehen die nicht. Also, und dann für die weiteren folgenden Aufträge fängt man dann eben an, schon sich manchmal so die Gedanken im Voraus zu machen, weil man kann ja auch nicht 100 Jahre lang Korrekturen machen, ja, und fängt an, sich eben selbst zu zensieren, und dann geht ein bisschen der Spaß verloren, und ich finde, dann werden die Illustrationen auch manchmal gar nicht so gut, irgendwie, wenn man einfach frei rangehen konnte, weil man gemerkt hat, da ist Vertrauen und das, was ich mache, wird schon anerkannt werden. Also. Dass der Kunde sagt, dass er die Zeichnung nicht versteht. Und das halte ich für einen ganz hartnäckigen Mythos, der einfach nicht stimmt, dass der Leser irgendwas nicht versteht. Und ich versuche dann immer zu sagen, es ist doch gut, wenn es verschiedene Assoziationen zu den Illustrationen gibt. Das ist ja gerade gewollt. Und das Gegenteil davon wäre ja, dass man eine Zeichnung abgibt, die jeder sofort versteht. Das heißt, eine Zeichnung, die völlig banal ist, weil sie jeder kapiert. Und eine banale Zeichnung banalisiert im schlimmsten Fall auch den Text. Und ist total überflüssig. Ja. Und das halte ich für einen totalen Quatsch. Ja. Wir haben glücklicherweise
neben vielen anderen, auch Stefan Kiefer hier, der was dazu sagen möchte oder fragen. Ja, Boris bat mich auch zu sagen, wer ich bin oder was ich gemacht habe. Ich habe die glückliche Twitter-Funktion. Ich bin Illustrator gewesen viele Jahre und war auch genauso viele Jahre Artdirektor vom Spiegeltitel und kenne also beide Seiten sehr, sehr gut. Und es gibt in der Tat, das habe ich gelernt als Illustrator, ich bin als Illustrator kein freier Künstler, Punkt, ja. Ich bin Dienstleister und ich muss dem Auftrag oder dem Auftraggeber in irgendeiner Weise dienen, sorry, das ist so. Und die Rückseite der Medaille ist nämlich, wenn ich meine freien Arbeiten machen wollte, dann verstehe ich mich nicht als Illustrator, sondern mache das nebenher. Wenn ich einen Auftrag für ein Magazin erfüllen muss, muss ich mitdenken, was ist dafür zu tun, wie ist der Artikel zu bebildern. Das ist mitunter wahnsinnig spießig und konservativ, je nach Auftraggeber. Aber ihr müsst es einfach, ihr dürft die beiden Sachen nicht durcheinander bringen. Ich habe das in meiner Anfangszeit meiner Karriere als Illustrator sehr oft durcheinander gebracht und bin blutig auf die Nase gefallen. Ja. Aber glaubst du nicht auch, dass ein Maß an immer einer hartnäckigen Radikalität des immer wieder Einforderns über diese gewisse Tabuität, wenn am Ende jeder Illustrator sich selber so zurücknimmt, dass ja, aber nichts, denn, ich würde sagen, macht es wie Robert Hunt, ein toller Illustrator aus Amerika, der viel für uns gearbeitet hat. Der hat ein alter Ego, auch auf seiner Website, und hat einen Link oder einen Klick, sagt hier, das bin ich als Illustrator und das ist meine Freiheit als freier Künstler und macht völlig andere Sachen, völlig frei. Es sind zwei Paar Schuhe, sorry. Also ich sehe das vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber ich war 18 Jahre beim Spiegeltitel und wenn ich alle Illustratoren frei hätte laufen lassen, komplett frei, wären sie nie gedruckt worden. Das müsst ihr dann auch mal sehen. Also das ist jetzt sozusagen die Gegenposition. Muss man mal kurz aufmachen. Ja, ich will auch was dazu sagen. Weil, alle. Das meinte ich ja gerade, was ich gesagt habe, dass es die künstlerische Freiheit gibt, was ich vorgestellt habe, dass die ziemlich selten ist, wo man wirklich alles machen kann, was man möchte. Und ich habe aber gesagt, so als Idealsituation ist das, was mir der Taz, was ich da gezeigt habe, das ist die weitestgehende Freiheit. Das heißt, man hat einen Text, den man illustrieren muss, und zwar so, dass ihn der Leser auch versteht, auch die Zeichnung versteht. Das müssen möglichst viele verstehen. Und das kann aber nicht sein, dass man entweder nur freie Arbeiten macht oder man macht sowas, das ganz eng an dem Text ist und sich nichts traut. Denn die Taz gibt mir doch die Freiheit, dass ich was machen kann, eine eigene Idee entwickeln kann und die auch teilweise manchen Lesern vielleicht nicht gefällt mit diesen Unterschichten-Teenie. Das ist auch nicht ganz super rein und brav, aber das ist die Freiheit, die ich bekomme. Und das finde ich eine ideale Situation. Ich weiß ja auch, dass ich bei der Taz nicht alles machen darf, nicht total ausflippen darf. Das ist mir als Illustrator auch klar. Aber noch ein ganz kurzer Satz dazu. Ich fand ganz toll deine Zeichnung für dieses Wirtschaftsmagazin. Keine Ahnung, was das war. Und das, was davon übrig blieb, ja, du hast deine Freiheit genutzt. Es war eine völlig freie Zeichnung, Iwo Jima und dann nachher das Schweizer Kreuz drauf. Ich fand das fertige Resultat, auch wenn es das engstirnige, eingeschränkte war, die Bank darf auftauchen, die ist noch nicht kaputt und die ist noch halbwegs intakt. Ich fand das eine super tolle Illustration und gerade dieses freche Draufdrucken des Schweizer Kreuzes war ein ganz starkes Blatt mit viel Freiheit. Also ich sah das als Betrachter nicht irgendwie oder als Artdirektor nicht eingeschränkt. Nee, ja, danke. Das war auch ein Beispiel, wo das noch funktioniert hat. Aber gerade für den Kunden gab es auch Beispiele, wo wirklich ganz viel in die Zeichnung sollte, die völlig überladen wurde. Und die habe ich jetzt nur nicht gezeigt, weil ich sie ganz schrecklich finde, weil es mir überhaupt nicht mehr gefallen hat. Und das kommt halt auch vor. Man hört mich, ja. Also, wenn man arbeitet für eine Zeitung oder etwas, wo man muss respektieren, die conservative rules or whatever. Es ist auch ein Challenge, mit die Leute zu reden und versuchen immer auf die Edge oder versuchen ein bisschen not immer respektieren, genauso was muss man tun, aber immer versuchen denken ein bisschen anders für etwas sagen, nicht für frei, nur für frei sein, so einfach, aber für etwas sagen. Und ich finde, dass wenn man so benutzt die Dinge, was ist das Projekt, was wollen wir sagen, und ich will nicht machen wie die anderen, ich will nicht eine Kopie machen, weil sonst Leute fragen, kannst du eine Illustration von die iStock-Foto bitte machen? Und ich finde, dass so können nur ein neue Konzept, neue Idee und neue Dinge verbinden. Und neue und große Ideen sind so geworden. Und wenn man sagt, okay, ich mache Illustration konservativ, weil es ist so, sonst habe ich keine Arbeit, es wird noch schlimmer und schlimmer in der Zukunft. Stimmt auch. Und ich denke,
diese Energie des Immerwährenden, die muss eben auch von der Seite der Art-Direktoren kommen, die mit ihren Redakteuren reden müssen, die mit ihren Anzeigenleuten reden müssen und so weiter. Ja? Mit den Chefredakteuren, also ein Titel vom Spiegel, du weißt, ja. Am Ende ist es Kommunikation und es verkauft, das weißt du auch nur besser, wenn es knallt. Okay, und da sind zum Beispiel die Franzosen mit Charlie Hebdo, auch wenn das hier in diesem Land, in dieser Kultur umstritten ist, eine andere, dort hat man da eine ganz andere Schule, Tradition, auch in der Auseinandersetzung, der Kritik und so weiter. Entschuldige, ich wollte, hier gibt es nur eine Frage aus dem Publikum, schon vorbei. Wir machen Schluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war eine ganz tolle Show für mich. Es waren noch ein paar Gäste außer mir da, das wart ihr. Ich fand das ganz hervorragend. Schön, dass ihr hier wart. Danke. Danke euch fürs Zuhören.